Was schleppst du denn heute alles an, Frieda? Ich verstehe dich ja gar nicht. Ich nehme dir das mal ab. Ja, bitte. Ich hab Streusel mitgebracht. Und guck mal, was noch an meinen Ohren ist. Guck mal, das wackelt lustig. Ja, ich guck mal, ich nehme es da mal ab, ne? Ja, bitte. Oh, ein Eichhörnchen. Ein Keksausstecher. Ja, und da ist auch noch ein Elch. Oh ja, toll. Ja, und was hast du damit jetzt vor? Na, Kekse backen, natürlich. Aber du sollst uns doch die Geschichte weitererzählen und keine Kekse backen. Ja, doch. Ich habe mir überlegt, dass ich heute Kekse backe und sie in der Nachbarschaft verteile. Aha. Ja, weil Josef und Maria doch Hunger haben. Vielleicht haben in der Nachbarschaft ja auch Menschen Hunger. Und außerdem sind doch im Moment so viele Menschen alleine und die freuen sich bestimmt, wenn man an sie denkt. Ja, da hast du sicher recht. Das ist eine schöne Idee. Aber bevor du die Kekse backst, kannst du uns ja noch schnell die Geschichte weitererzählen. Wir sind doch so gespannt, wie es weitergeht. Und ich helfe dir dann auch später beim Backen, okay? Dann geht's auch schneller. Okay, das ist ein guter Vorschlag. Also, Josef geht zu einem Wirtshaus. Der hat auch Schlafplätze, der Wirt. Und dort klopft er an die Tür. Ganz laut. So, poch, poch. Aber es macht niemand auf. Josef versucht es nochmal und klopft nochmal etwas lauter. Poch, poch. Er wartet. Als er gerade gehen wollte, da wird die Tür geöffnet. In der Tür steht ein großer Mann. Josef hat Hoffnung, dass der Wirt noch ein Bett frei hat. Wenigstens für Maria. Er selbst könnte auch draußen bei meinem Opa schlafen. Ja, das wäre wirklich schön, wenn der Mann noch einen Platz in seinem Haus hätte. Ja, aber der Wirt schüttelt nur mit dem Kopf und schlägt die Tür wieder zu. Josef konnte nicht mal nach etwas zu trinken und zu essen fragen. Oh je, das war aber gar nicht mal so nett von dem Wirt. Und was machen Sie jetzt, Maria, Josef und dein Opa? Mein Opa wäre am liebsten weggelaufen. Es war so voll und eng in den Straßen. Die Menschen drängelten und schubsten ihn. Und es war laut. Aber er wollte Josef und vor allem Maria mit dem Baby in ihrem Bauch nicht alleine lassen. Also blieb er bei ihnen und versuchte sich so schmal wie möglich zu machen. Manchmal hielt er sogar die Luft an, wenn ein großes Kamel an ihm vorbei wollte. Ja, ich finde es auch immer ziemlich schrecklich, wenn es so voll in den Straßen ist. Jetzt habe ich aber genug erzählt für heute. Ich möchte jetzt endlich anfangen zu backen. Los, komm bitte! Schnell in die Küche! Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ich nehme die Sachen mal mit, ne? Ja, gut. Tschüss!